So, Andalis Grab. Da bin ich mal gespannt. Das hört sich ziemlich final an. Aber sehr interessant mal zu erfahren, ein bisschen die Sache mit der Hintergrundgeschichte zu Andalis selbst. Okay, das wird hier wieder eine größere Geschichte, wenn ich das richtig sehe. Gut. Lange, lange bin ich nicht mehr hier in irgendwelchen Gräbern umhergeschlichen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es ja fast vermisst. Wirklich, Stone? Nein! Das coolste Grab war wirklich bisher so das, was wir für die eine Reisequest mit den Gräbern gemacht haben, die Herrin der Fäden oder so, ich verwechsel die sowieso, die Spinne da am Ende, Dingens. Das war so bisher das coolste Grab. So, oben ist noch ein Raum, rechts ist auch noch ein Raum, gehen wir nach unten. Hast du das gehört? What the fuck? Das klang nicht sehr vertrauenserweckend. Nope. Lass mich jetzt vorgehen. Ich sehe da bereits eine Falle in der Wand. Da ist eine Falle in der Wand. Bist du dir sicher, dass du vor willst? Ich meine, ich sag nicht nein, aber du wirst jetzt sterben, dir ist das bewusst. Außer du siehst es. Hä? Wo ist das Ding? Oder eine der Spinnenweben hier irgendwie? Ich glaube, ein Spinnenweben hat einen komischen Schatten geworfen. Das sah aus wie... Oh, der Zombie sieht cool aus. Oh, ich habe keine Pfeile mehr ausgerüstet. Warum kann ich nicht schießen? Hilfe! Ach so. Oh, hier habe ich noch so einige. Warte, lass mich zuerst mal meine Schrottsachen verbrauchen. Okay, keine weiteren Fragen. Das sieht aber cool aus, guck mal. Getreuer Andalis, oh. Wurde mal wieder Zeit, dass ich so ein paar Stimmenverzerrungseffekte reinbringe, wie die letzte und diese Folge hier. Oh yes. Das habe ich damals so oft gemacht und dann, ich habe es einfach irgendwie vergessen, so im Laufe der Zeit. Und letztens hat mich einer von euch wieder darauf hingewiesen, so, hey, hast du lange nicht mehr gemacht, ich fände es mal wieder cool. Und ich so, stimmt, ich fand es eigentlich auch immer ganz unterhaltsam. Auch für mich so, zum Einfügen. Oh, lol. Ich habe gerade eben in der gleichen Tonhöhe, gemacht wie so ein Zombie. Holy shit, der Typ hat ordentlich reflektiert. Scheint so, als könntest du diese Wächtermumien nicht verletzen. Das muss eine der Schutzmaßnahmen sein, die nur den Träger des Säbels hier heil wieder rauskommen lassen. Nun schau nicht so ängstlich. Wenn du in meiner Nähe bleibst, wird dir schon nichts geschehen. Wahrscheinlich. Nimm diese Schriftrollen und mach dich nützlich. Dich so bewegungslos dastehen zu sehen, macht einen ja ganz fertig. Ich war nicht bewegungslos, ich hab's ja versucht. Warte, Schriftrolle der Erholung hießen die Dinger. Für was könnte ich denn das hier... wo ist es? Hier, Erholung. 15 Punkte auf Ziel, soll ich ihn heilen? Warte. Hey, du Dummkopf! Sagte ich nicht, dass du schleichen sollst? Ja, ich weiß, aber ich musste testen, ob eine Krone über dir steht oder ein kreisrundes Symbol. Das musst du nicht verstehen. Ich wollte auch schleichen. Ich weiß doch. Wenn da stehen jetzt würde, dass er sterben kann, dann würde ich mich darum kümmern, ihn zu heilen. Aber wenn das nicht steht, dann... Kill es los! Ich dachte, ich hätte ihn Schaden gemacht, aber wie es aussieht, macht... Warte, wie viele Schläge brauchst du für einen? Ach, 3 Schläge, okay. Ich dachte vielleicht durch meinen Schuss hätte ich es ihm ein bisschen leichter gemacht, weil bisher sind die sofort umgefallen, nachdem ich sie getroffen hatte. Vielleicht mache ich nur verminderten Schaden oder so, könnte auch sein. Ich mag es, wie er mich zu sich gewunken hat. Sonst ist hier nichts in dem... Oh, das sieht auch cool aus hier mit dem Nebel in dem Raum. Das sind so kleine Details, die ab und zu einem verloren gehen, wenn man mit Infravision durchläuft, weil dann alles einfach überstrahlt wird. Aber deswegen, genau deswegen laufe ich ja öfter mal noch mit Fackel rum. Damit wir uns auch sowas reinziehen können, richtig? Ha! Die Grabkammer! Endlich! Der Schatz ist mein! Bist du dir sicher? Ich habe das Gefühl, was irgendwas... Was ist das? Get fisted, son!
Alberto ist tot! Eine lebendige Statue hat ihn niedergestreckt! Er hatte keine Chance zu reagieren! Ich sollte so schnell wie möglich den Säbel aus seinen Händen nehmen und mich gegen die Statue wehren! Also erstens mal bleibe ich hier gestealtht. Shit, ich kann nicht... Da ist er. Ich konnte seine Leiche nicht finden. Gib mir den Säbel. Wichtige Notiz, Schlüssel zu Albertos Truhe. Ich glaube, seinen Truhenschlüssel hatten wir schon. Wichtige Notiz. Warte. Ich muss jetzt erstmal herausfinden, was das hier... Und ich bin überbelastet, weil der Säbel so krass viel wiegt. God damn it! Oh, warte, ich habe hier noch so einen Streitkolben bei mir rumliegen. Ach genau, so dieses Ding, das hatte ich noch bei mir hier rumliegen, weil ich euch zeigen wollte, was das ist. Das können wir natürlich wegschmeißen. So. Und ich lese mir jetzt schnell die wichtige Notiz durch. Ich weiß, jetzt bin ich mitten im Kampf, aber sonst vergesse ich das später wieder. Außer wenn das Ding länger ist. Wichtige Notiz von ihm. Oh, mein Assassinenturm, Player Home vielleicht? Bei der Leiche Albertos fand ich eine Notiz. Es scheint, als habe er vorgehabt, in den leerstehenden Turm in der Assassinenburg zu ziehen. Eigens zu diesem Zweck hat er sich Möbel vom Meer einschiffen lassen. Ein Händler namens Manuk sollte diese Möbel im Angebot haben. Er muss einen Laden in der Bucht südöstlich der Wasserfestung haben. Keine Ahnung, wo die Wasserfestung ist. Nice, das lesen wir uns später nochmal richtig durch. So, du Sack, Sischlonger. Suck it, Baby. Ich sehe gar nichts. Shit. Fuck. Mein Schild ist eigentlich zu gut, dass ich das ausziehen könnte. God damn it. Feuerschild, das gibt mir 25% Schild, aber ich brauche meine Fackel gerade. Fuck. Stop it. Wow, werde ich oft zurückgeschleudert. Ich bin Bogenschütze, ich halte so ein Gehämmer auf meinen Kopf nicht aus. Ey, aber oh, warte, Assassinentrunk. Jetzt können wir mal den ganzen Kram hier ein bisschen benutzen. Wozu habe ich sonst all die Zeit die Sachen hier gesammelt, hallo? Und gleichzeitig wird mein Inventar leichter dadurch. Ja! Mit der Macht der Assassinen! Yo! Yo! Die Statue ist zu Boden gefallen. Das Leben scheint aus ihr gewichen zu sein. Nun kann ich mir das Grab genauer ansehen. Yeah. Suck it, baby. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gebraucht, diesen Bufftrank, aber hey, wenn ich ihn schon habe, wird's auch mal Zeit, die Sachen zu schlugge und zu benutze, gell? So, Alberto, guter Mann. Gut zu wissen. Sehr cool, also. Mir wurde nämlich vorher gesagt, als wir die Urkunde für Alberto geholt haben, hat einer das vermutet und jemand anderes von euch hat mir nämlich geschrieben, dass das eigentlich ein Hinweis für ein Player Home war. Seid ihr euch sicher, dass die Urkunde zu dem einen Haus ein Hinweis oder dass das ein mögliches Player Home war? Weil jetzt habe ich mit seinem Zettel eine Möglichkeit auf ein Player Home bekommen. Und es war nicht die gleiche Urkunde, die wir vorher schon geholt hatten. So. Oh, komplette Ausrüstung von Andalis. Nice. Gleich können wir gucken, wie Andalis ausgesehen hat. Ich fand die Rüstung des großen Andalis. Quest beendet. Was haben wir in der Truhe? Niederer Stein, leere Flasche. Okay. Vielleicht noch eine leere Flasche. Sonst nix? Armer Alberto, ey. Ordentlich am Verrecke gewesen hier. Das ist aber traurig. Nee. Alberto, der uns so lange dem wir so lange gefolgt sind, wohl eher. Warte, testen wir das kurz aus. Passiert etwas, wenn ich die Rüstung von Andalis anziehe? Oh lol, was hat der denn getragen? Okay. Sieht arabisch aus. Oh, ich blaue Wüstenkleidung zweimal. Können wir einmal wegschmeißen. Interessante Kombi. Das sind noch meine Stiefel dazu. Ich bin Andalis. Lasse mich hier herein. Haha, ich bin der Gott. Nein. Aber immerhin, das scheint auch eine Sandschutzmaske zu sein gegen Stürme. I don't know. Ich hoffe, ich fange mir damit nichts ein. So, dann
Ich glaube, ich laufe mal so ein bisschen da draußen rum damit. Jetzt, oh Gott, ich muss mal unbedingt mein Inventar aufräumen. Ich habe noch von alten Mods. Das werde ich dann auch im Orden des Drachen-Stream machen. Dann mache ich allgemein noch einen Oblivion-Stream, wo ich meine ganze Ausrüstung mal verkaufen werde. So, okay, sonst haben wir nichts anderes von Andalis, ne? Die Andalis-Ausrüstung fängt mit A an. Andalis, 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 das war's. Gut, dann, ich würde sagen, die Quest ist jetzt beendet. Und wenn ich das hier richtig sehe, dann war das gerade eben die letzte Quest zu der Assassinen-Gilde. Aber ich werde jetzt nochmal zu unserem Assassinen... Oh, da ist ein Schalter. Nochmal zurückkehren zu der Assassinenburg. Ich bin Andalis. Woo! Jetzt schleiche ich auch nicht mehr hier. So, hier passiert auch nichts. Okay. Aber cooler Raum, cooler Raum. Ich will nämlich gucken, ob mein derzeitiger Anführer, also sprich Relsaf, ob da noch irgendetwas Neues zu sagen haben wird. Weißt du, oh, das ist, wo ist Alberto? Oder zum Beispiel, wo ist hier der, du hast den Säbel, oh mein Gott. Und solche Sachen. Aber ja, werden wir dann sehen. Du hast Andalis Säbel, du hast Andalis Rüstung, wo ist Alberto, bla bla. Und ich werde auf jeden Fall alle Leute mal ansprechen jetzt noch. Und ich denke, das wird so meine letzte Amtshandlung sein. Weil ich gucke hier gerade rüber auf meinen zweiten Monitor und ich habe hier vorbereitet. Ich habe hier wunderschön vorbereitet, weißt du Bescheid. Nee, aber ich habe hier eine Liste aller Quests, ja. Und zumindest die Questnamen, ohne Spoiler oder so, sondern einfach nur eine Questliste von der Hauptquestlinie der Assassinengilde. Und was sucht ein fucking Rhino hier? Warte, die waren aber nicht aggressiv, oder? Nee, genau. Nur Löwen waren aggressiv. Und was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Ich habe hier eine Questliste. Und ich sehe hier gerade parallel dicke Wände, dünne Haut. Die Quest, die wir als letztes gemacht haben, steht als letzte Quest der Hauptquestreihe da drin. Und ja, gut. Ich denke, das war's. Aber wie gesagt, ich sprinte nochmal kurz zur Assassinenburg, rede da nochmal mit allen, gucke mal, ob es da irgendetwas Neues abzuholen gibt und dann sehen wir weiter. Da wären wir. Dann wollen wir mal die Leute kurz abchecken. Ich warne dich, Außenseiter. Zeit. Oh, okay. Damit. Trage die Roben. Fuck. Hey, mi falla. Auf einmal eine andere Stimme. Oh ja, wir können ihn zu Alberto ansprechen. Ich dachte, mit Andalis Rüstung würden die es noch cooler finden, aber ich glaube, das ist schon zu lange her und niemand weiß mehr, wie Andalis ausgesehen hat. Ich bin euer Gott, euer Anführer. Nein, nicht ganz. Alberto? Er ist tot. Mehr gibt es dazu wohl nicht zu sagen. Ich vermute, sein unbedingtes Streben nach Reichtum ist ihm schließlich zum Verhängnis geworden. Ja. Gebt acht, Frischling, dass es euch nicht genauso ergeht. Okay. Weil zu Alberto hatten die meisten Leute hier etwas zu sagen, auch schon vorher. Immer so den ein oder anderen Kommentar zu Alberto abzulassen. So, ich nehme an, ihr befindet euch jetzt alle bereits schon beim Schlafen. Ich komme gerade... Ja, 3 Uhr morgens, na kein Wunder. Ich komme gerade ein bisschen ungünstig. Moment. Kleines bisschen. Seid gegrüßt. Hier, Gorald hat noch etwas zu Alberto zu sagen. Wie sieht's aus? Wie ich immer sage, Diebe haben's nicht anders verdient. Und einen dreisteren Dieb als unseren Alberto hat die Wüste noch nicht gesehen. Das unterschreibe ich so sofort. Aber Moment, hier hat wieder ein Sturm begonnen. Und wenn ein Sturm beginnt, heißt das, dass ich die anderen Leute nicht hören kann. Weil sie zu leise sprechen. Fuck. So, das sieht hier schon besser aus. Ah, ihr seid das. Talvanus? Nein. Gut, also, nochmal kurz... Der Sprint wird fortgesetzt durch die ganzen Mitglieder, auch Farida und so, die will ich auch noch erwischen. Dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so zu holen gibt an Infos oder Auskünften oder was auch immer. Hm. Farida, Alberto? Ein Dreckskerl weniger in der Wüste. Er hat seine Angebereien schon ein bisschen vermissen, aber leid tut's mir um den nicht. Ziemlich genau so geht es mir auch. Ja, ich werde ihn ein bisschen vermissen, weil er schon so einen eigenen Charakter hatte und alles. Und irgendwie hat man ihn doch gern. Das ist so das störrische, kleine, angeberische Kind.
Aber im Prinzip bin ich ganz froh, dass er weg ist. So wirklich vermissen werde ich ihn nicht. So. Oh, ihr seid... So, Kiki hatte nix. Ich sprinte weiter. Tänzerinnen, nein. Huch, okay, Tifola hatte wieder das Tänzerinnengewand an, aber sie lässt immer noch nicht mit sich reden. Alles klar. Oh, sehr schweres Holzschloss. Ich habe noch nicht geguckt. Leute, wir haben noch nicht geguckt, was hier drin ist. Lass mich rein. Zählt's als Einbruch? Ach. Okay, es sind nur, wie es aussieht, die Schlafgemächer der Tänzerin. Sorry, tschüss. Tja, hat sich noch irgendwer hier gemütlich gemacht? Ich glaube nicht. Und dann nach oben geht's nur wieder so auf diesen Rundgang und so. Da haben wir uns schon umgeguckt. Okay, da gehe ich jetzt mal nicht noch weiter gucken. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden da oben auf dem Rundgang gesehen. So. Dann habe ich mit den Hauptpersonen geredet, denke ich. Habe ich noch irgendwen hier draußen übersehen? Ich glaube nicht. Dann wird es Zeit für Relsaf. Mein lieber, lieber Relsaf. Was hast du denn so zu melden am Ende jetzt? Es freut mich, dich zu sehen. Gibt es Neuigkeiten? Alberto, oh, gibt es nicht. Okay, letzter kleiner Versuch. Andalis-Geschichte hier, aber ich glaube, der wird auch sagen, zieh die Assassinenroben an! Was willst du, Kleiner? Nichts, gar nichts, okay. Schade. Ich habe so das Gefühl, Relsaf hätte noch ein bisschen mehr Potenzial gehabt, ausgeschliffen zu werden als Anführer. Clemente vorher war ja so der verständnisvolle Anführer und so eine Sache. Ne, so von wegen, oder zumindest derjenige, der mich vielleicht ausnutzen wollte für seinen eigenen Komplott. Weil alle anderen haben mich gedisst und dann kam man zuerst zu Clemente und er so, ah, ich vertraue dir, bla bla, alles klar. Hat zum ersten Mal ein bisschen anders reagiert als die ganzen anderen Typen hier. Und Relsaf ist so ein bisschen so ein ungeschliffener Edelstein, habe ich das Gefühl. Er wurde also für meinen Geschmack so ein paar Dialogzeilen extra, um seinen Charakter etwas mehr auszuschleifen, Das ist so das, was mir mit ihm gefehlt hat. Okay, aber ich gucke hier gerade immer noch Main-Quest-Liste, die ich hier hatte. Das schien wirklich die letzte Quest gewesen zu sein, Hauptquest-mäßig. Ich habe schon 24 Stunden gewartet. Das heißt, eigentlich hätte ich schon, wenn es noch eine Quest gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich schon ein automatisches Quest-Log-Update bekommen, weil meistens kam dann ja, rede mit dem und dem, lalala. Und dann, ich kann kaum glauben, dass ich das jetzt tatsächlich sagen werde. Aber wie es aussieht, meine Freunde... Ich laufe hier nochmal kurz durchs Haus, aber ich habe so mit den wichtigsten Personen gesprochen, denke ich mal. Eventuell habe ich auch ein, zwei Personen vergessen, aber das sehen wir dann nochmal im Stream. Ich habe jetzt hier keine Namensliste. Oh nein, hier kann ich ja nicht mehr rausrennen. Egal, ich habe davor gespeichert. Oder kackt er mir auch ab, während er reinlädt? Der Bereich ist einfach generell verbuggt. Nee, ich glaube, Oblivion hat sich wieder aufgehangen. Sadale, da bin ich wieder zurück. Hier gab es ja nichts Neues. Da oben, wenn irgendjemand in der Bibliothek ist, dann wird er jetzt einfach als mir entkommen gelten, weil... Aber da war niemand mehr, da war nur der Haufen von Leichen. Ich habe gerade eben, das habt ihr nicht gesehen, aber beim Ladescreen... Gut möglich, dass es schon vorher bei einem anderen Ladescreen drauf stand, aber ich lese die Ladescreens meistens selten, weil wenn irgendwas im Spiel lädt, dann schenke ich mir meistens was Neues zu trinken ein, blablabla und so weiter und so fort. Aber da stand gerade eben, dieses Mal habe ich ihn gelesen und da stand dabei... Aufgrund des hohen Alters von Andalis glauben einige Leute noch heute, dass er irgendwo unter uns weilt. Ich frage mich, ob es irgendwo in Orden des Drachen, ob man tatsächlich noch Andalis begegnen kann oder irgendeiner anderen Inkarnation von Andalis oder sein Skelett vielleicht zumindest finden kann oder irgendwie sowas. Vielleicht bin ich dem sogar schon begegnet und weiß es nur nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht darauf geachtet habe. Wer weiß, keine Ahnung. Ich meine, da war ein Grab, wo wir gerade eben waren in der Grabstätte. Aber wer weiß, ob das auch tatsächlich Andalis Grab war. Ne? Wer weiß, offiziell zwar schon, aber vielleicht war das auch insgeheim nur ein Fake-Grab, weil er wirklich noch immer unter uns lebt. So, Talvanus hatten wir schon. Okay, ich glaube, ich habe mit allen geredet. Wie vorhin schon bereits angeschnitten, ich kann tatsächlich kaum glauben... dass ich jetzt sagen werde, dass Orden des Drachen hier die normalen Let's Play-Folgen abgeschlossen sind. Wie gesagt, im Stream werde ich dieser Aufzug, der ist nicht so mein Geschmack, aber das werden wir noch verändern. Ich werde jetzt noch so Sachen machen dann, also im Stream so Sachen wie den Assassinenturm, die Ausbildungsmission von Tadif,
Die Salzsklaven werde ich auch machen, weil ich das für interessant gehalten habe. Und ansonsten, die Brosche, Illa wird sich freuen. Genau, warte, das ist hier die Quest, die ich absichtlich nicht abgegeben habe. Und der Rest ist Sendschreiben, Ältestenrat. Alte Orden des Drachenfestung wiederherstellen, genau. Wir werden die Orden des Drachenfestung wieder neu aufbauen. Das werden wir auch machen. Die Brosche mache ich nicht. Okay, hier, ich weiß immer noch nicht, das war eine Zeit lang die Hauptquest, glaube ich. Skent und Anchi haben mich zum Hohepriester gekrönt, nachdem ich die Kriecherin getötet hatte. Aber irgendwie war es merkwürdig. Keine Ahnung, warum die Quest noch hier, diese hier bei mir rumgammelt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich werde mich dann so ein bisschen darum kümmern, so die ganzen Nebensachen zu erledigen. Das wird mein Plan sein. Und dann in der Extra-Folge, ich erwähne es hier jetzt am Abschluss nochmal von den normalen Let's Play-Folgen, erwähne ich es nochmal direkt. Habe ich zwar in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal erwähnt, aber ich will es hier komplett haben. Und auf dem YouTube-Kanal wird es dann zu Orden des Drachen nochmal ein paar Videos geben, wo ich mir zum Beispiel euch zeige in einem Extra-Video, wie sieht die Orden des Drachen-Festung komplett wiederhergestellt aus? Was waren die Geheimgänge zum Beispiel? Wie sieht der eigene Wohnbereich hier von dem Turm aus, den man freischalten kann, sobald ich die Quest dann fertig beendet habe? Und solche Sachen, also da wird es wahrscheinlich, vielleicht packe ich auch alles in ein Video, mal sehen. Es wird noch so ein, zwei Videos, höchstens drei schätze ich jetzt gerade mal, dann am Ende noch geben, wo ich ein bisschen euch erzähle, was wir so im Stream gemacht haben, für diejenigen, die das sich nicht angucken werden. Falls ihr es noch nicht wisst, twitch.tv/games9, das ist mein Stream-Kanal. Ich werde das hier auch auf dem Channel nochmal ankündigen, einen festen Tag habe ich für den Stream noch nicht, aber irgendwann, nachdem diese Folge hier hochgeladen wurde. Und mein Stream-Kanal lautet Games9 Live hier auf YouTube. Habe ich auch eine Verlinkung in der Videobeschreibung. Falls ihr noch nicht abonniert habt dort, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Würde mich sehr freuen, weil da habe ich derzeit 440 Abonnenten. Da lade ich immer meine ganzen Streams nachträglich noch hoch, zumindest den größten Teil davon. 440 Abonnenten habe ich, das heißt, nach 60 Abonnenten kann ich den Kanal endlich selbst in der URL mit Games9 Live benennen. Momentan kann man den nur erreichen über diesen komischen Link youtube.com/user/uxzhd und so weiter. Also mit 500 Abos kann ich dann tatsächlich einen eigenen Namen richtig da übernehmen in den Link rein. So, also, dann einfach da abonnieren. Dort werden dann die Orden des Drachen-Streams hochgeladen. Dort werde ich sie verewigen auf meinem Stream-Kanal, ähnlich wie ich es auch mit Fallout 4 gemacht habe. Das normale Let's Plays und die Streams dann da drüben hochgeladen. Und ja, wie gesagt, hier gibt es dann nochmal ein paar Übersichtsvideos. Dann jetzt zu einem kleinen Fazit nochmal am Ende. Also ich meine, ich habe jetzt das Let's Play so lang gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das am Ende sein werden, um die 90 herum. Und ich habe noch immer nicht alles gemacht. Es gibt immer noch so einige Nebenquests, die ich euch theoretisch irgendwie vorstellen und zeigen könnte und so weiter. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht wichtig. Die werde ich mir dann vielleicht nochmal irgendwie dann eben im Stream machen, und wenn ich dann noch irgendwas zu meinem Fazit hinzufügen möchte, dann werde ich das nochmal in den Extra-Videos machen, aber ich denke, ihr habt auch ein gutes Gesamtbild von Orden des Drachen bekommen. Also vor allem, wenn ihr mir hier über einen Großteil des Let's Plays gefolgt seid, dann werdet ihr sowieso ein gutes Bild davon haben, was Orden des Drachen ist und was es nicht ist. Und zwar, also, ich muss ganz klar sagen, ganz am Anfang haben wir mit dem Let's Play gestartet, mit der Aussage, wo mir ein, zwei Leute halt gesagt hatten, dass sie, also jetzt nicht direkt vor dem Let's Play, aber eine Weile vorher schon gesagt haben, eine Handvoll von Leuten ungefähr, dass sie Orden des Drachen besser finden als Nerim. Dazu muss ich ganz klar sagen, nein, aber, also meiner Meinung nach ist das nicht so, aber ich kann mittlerweile erahnen, verstehen, warum einige Leute das gedacht haben könnten. Das könnten zum Beispiel große Wüstenfans gewesen sein. Und was in Orden des Drachen auch sehr, sehr präsent ist, ist zum Beispiel generell überall in der Wüste, alle hassen dich. Vielleicht mögen es einige Leute, gehasst zu werden, ich weiß es nicht. Und gerade vor allem auch in der Assassinen-Gilde, im Assassinenorden, hast du immer das Gefühl, so ein kleiner Teil des Ganzen zu sein. Du bist nur so der kleine Hans Wurst, der für die anderen die Aufträge macht. Wohingegen
In Nerim war es halt größtenteils so und auch in Oblivion, in den anderen Gilden war es immer so, du bist die zentrale Hauptrolle, du bist der King, du kennst dich aus, du bist das Oberste vom Obersten, du machst immer die Aufgaben, alle sind dir mega dankbar dafür, du löst große Ereignisse und in der Assassinen-Gilde bist du eben der kleine Sacklonger, der sich jetzt hier beweisen soll und die Drecksaufgaben macht. Und das war eigentlich bis zum Ende so. Bis zum Ende so warst du nie irgendwie jemand, den die Leute so richtig respektiert haben. Am Ende haben die zwar noch so gesagt, hey Frischling, du machst dich ganz gut, aber Respekt sieht anders aus. Das ist eher Toleranz anstatt Respekt. Aber ja, von daher, ich kann schon verstehen, dass das gefällt sehr vielen. Ich meine, erstens gewaltige Wüste, wenn du Wüsten magst, und zweitens halt, wie gesagt, wenn du halt so darauf stehst, dass man nicht unbedingt immer im zentralen Mittelpunkt von allem steht, ist mal was anderes. Aber ich persönlich bin sehr gerne ein Explorer und ich liebe abwechslungsreiche Gegenden zum Exploren. Und in Orden des Drachen war es halt für mich nicht sehr abwechslungsreich, weil halt alles Wüste ist. Ich meine, klar, hier hast du mal hier so diese Sandsteinkonstrukturen, die aus dem Konstruktionen, die aus dem Sand kommen, Konstruktoren, genau, guck mal hier, alles Fachbegriffe, voll geil. Und ab und zu auch mal so ein paar Highlights auf der Karte, wenn du irgendwo, ich glaube da hinten war das irgendwo ein Moment, wo du die eine Statue gesehen hast. Jetzt sehe ich es gerade nicht, aber ab und zu in der Ferne siehst du so ein paar Highlights und denkst dir so, oh, was ist das für eine Pyramide? Was ist das für ein Objekt? Was ist das für eine Stadt? Das kann man schon mal machen. Aber das Gefühl, speziell jetzt im Vergleich zu Nerim, ich vergleiche die beiden jetzt einfach mal, weil Orden des Drachen einen gewaltigen Umfang hat und die einzige andere Mod, die ich bisher gespielt habe, an die ich mich erinnern kann, die auch so einen riesigen Umfang hatte, war Nerim. Nerim war vom Umfang her natürlich noch gewaltiger, aber Orden des Drachen ist die einzige Mod, die ich jetzt persönlich kenne. Ihr könnt gerne mir in die Kommentare schreiben, falls ihr noch eine andere Mod kennt, die dem auch Konkurrenz machen könnte vom Umfang her. Aber Orden des Drachen ist so das einzige bisher, muss ich sagen, was so an den Umfang von Nerim auch nur anfängt heranzureichen, anzukratzen, so an die Länge her und alles. Hauptstory-mäßig war es okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker oder so gehauen, aber es war ganz nett, die Story mit Mephala und so und wie gesagt, hier war man auch eher so der kleine Sack am unteren Ende von Mephala und oh, Mephala ist die Große und du bist eigentlich nur so ein kleines Gesicht, was in der Wüste rumläuft und Hilfe, ich bin Mephalas Reich unterwegs und eigentlich will ich nur hier wieder raus und so etwas. War mal ein netter anderer Ansatz, aber ja, ich weiß das zu schätzen und zu respektieren. Und deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie schlechter reden als die Stories, wo man selbst den Held spielt und so weiter. Auch wenn das natürlich eher mein Fall ist. Ich meine, Stories, in denen man selbst der große Held ist, ist halt Mainstream und ist nicht ohne Grund Mainstream. Es ist Mainstream, weil der Mainstream, die große Masse an Leuten, das bevorzugt. Aber ja, die Story, wie von dem her, wie sie geschrieben war, war auch jetzt nicht unbedingt so detailliert ausgearbeitet wie zum Beispiel in Nerim, aber ich würde sagen, dass Orden des Drachen storymäßig ein solider zweiter, dritter Platz ist. Also auf dem zweiten Platz würde ich immer noch sagen, ist Knights of the Nine Revelation für mich, von denen, die ich bisher auf dem Kanal vorgestellt habe, von den Mods. Knights of the Nine Revelation fand ich einfach cool vom Setting her, mit dem in die Vergangenheit reisen und war mal so etwas anderes. Hier war man eher einfach nochmal im Reich von einem anderen Daedra, was auch ganz cool war, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil ich nicht so sehr speziell jetzt auf, wenn man schon die ganze Oblivion-Storyline gezockt hat und dann noch weiter mit den Daedra zu tun hat, so, da war es ganz nett von Knights of the Nine Revelation halt so mal einen anderen Anstrich zu bekommen und eher so von der Seite der, na, wie heißen die? Eileiden, genau, so hießen die. Von den Eileiden, von der Seite, dass man da mal da reingeht, das hat mir mehr gefallen. Storymäßig Lost Spires war auch ganz nett, aber da steht auf jeden Fall, war halt viel kürzer. Knights of the Nine Revelations war auch kürzer. Also von der Länge her steht natürlich Orden des Drachen drüber. Von der Quali, das Einzige, glaube ich, was ich von Orden des Drachen, also zwei Sachen habe ich zu bemängeln. So, noch eine Sache zu dem, was ich vorher gesagt habe. Eine Sache halt war für mich, es ist nicht wirklich so abwechslungsreich und also landschaftsmäßig vor allem. Und Orden des Drachen wird oft damit beworben, das ist ein Spiel für Explorer. Das ist nichts für Leute, die gerne die Questlösung sofort vor die Füße geworfen bekommen. Und es ist eher was für Leute, die auch gerne mal suchen gehen. Und solche Sachen. Aber ich finde, da muss man nochmal eine Differenzierung machen. Weil ich definiere mich selbst auch immer oft als
Explorer in Games. Ich liebe es, einfach in irgendeine Richtung aufzubrechen, erkunden zu gehen, zu schauen, was ist dort, was ist hier. Was glaubt ihr, warum ich in Nerim jeden einzelnen Dungeon erkundet habe? Jeder Dungeon war separat designt, hatte fast jeder hatte ein einzelnes, einzigartiges Design. Am Ende gab es fast immer exklusiven, einzigartigen Loot. Und bisher habe ich das bei keiner anderen Mod erlebt. Und Orden des Drachen, noch eine Grabstätte, noch eine Grabstätte. Alle sehen mehr oder weniger gleich aus. Hier und da mal die besondere Perle, aber ansonsten halt so ein bisschen Copy-Paste. Ich meine, wenn es so eine große Mod ist, ist es natürlich schwer, die Qualität durchgehend zu halten. Aber da bin ich halt eher ein Fan von, wenn du es nicht schaffst, Talvanus ist bewusstlos, steht links oben, WTF. Wenn du es nicht schaffst, Qualität durchgehend zu halten, dann mach bitte weniger Masse statt Klasse, sondern mach's kleiner und feile es zur Perfektion, diese kleinere Geschichte. Aber ja, hier ist halt qualitätsmäßig war es okay, aber also Orden des Drachen, aber es ist mehr Richtung Masse gegangen, hatte ich so das Gefühl. Und da, es ist auch ein Riesenprojekt und es ist furchtbar schwer, sowas zu koordinieren, das weiß ich ganz genau. Und das ist sehr schwer, einen gleichen Qualitätsstandard durchgehend zu halten. Und ich meine, auch so die Voice Actors waren ein Mixed Bag. Also einige Synchronsprecher waren gut, aber die meisten waren sehr durchschnittlich. Mikrofonqualitäten waren ziemlich im Sack meistens. Hast du gehört, manchmal hat es sich angehört, als ob jemand in eine Blechdose sprechen würde und so etwas. Das war so, naja, okay, ja, muss nicht unbedingt sein. Hätte ich mir gewünscht, aber ist in Ordnung. Selbst gute Mods wie Knights of the Nine Revelation, falls ihr euch an den sprechenden Stier dort erinnern könnt. Der Typ hat auch, glaube ich, soweit ich noch weiß, geklungen, als ob er in einen Metalltank geredet hätte und das um 2 Oktaven nochmal nach unten gepitcht irgendwie und klang total im Eimer. Aber ja, solche Sachen gibt's irgendwie immer. Von daher mache ich mir da nicht allzu große Sorgen. So, jetzt quatsche ich schon 10 Minuten lang über das Fazit. Ich habe ja auch immer wieder im Let's Play halt gesagt, wie ich darüber fühle und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich bin auch ein bisschen froh, dass Orden des Drachen jetzt vorbei ist. Ich fand zwar, es war eine ganz gute Mod, sich die ganze Geschichte mal hier reinzuziehen. Krass umfangreich, wahnsinnig viel zu entdecken und so etwas. Mein Explorer-Sinn hat nicht wirklich geklingelt, weil ich liebe abwechslungsreiche Landschaften und gerade weil auch es hier mehr nach Masse sich für mich angefühlt hat, gab es nicht so wirklich diesen Drang, oh, jetzt will ich unbedingt dahin laufen und unbedingt das eine Item für die eine Quest selbst ohne Questmarker suchen. Hatte ich nicht so wirklich den Drang dafür. Ich kann zwar verstehen, die Leute, die solche Explorer sind, dass es schon weh tut, dass sie es gerne machen, aber ich selbst bin sehr gerne Explorer in anderen Games. Ich meine, ihr seht ja, wie ich andere Games auch im Stream zocke, wenn ihr meine Streams guckt. Ich gucke gerne in alle möglichen Ecken rein, gucke mich gerne näher um und so weiter. Aber hier in Orden des Drachen war es öfter mal, oh Gott, tut mir echt leid, dass ich so viele Anglizismen benutze, aber hier hat es sich echt öfter mal ham-fisted angefühlt. Also manchmal so dieses, wir müssen dich jetzt suchen lassen nach diesem einen Item, weil wir dich immer nach Items suchen lassen, yeah! Und dann so unnötigerweise und dann so blöd versteckt hinter irgendwelchen Kisten. Also ich will nicht anfangen, über das Level-Design zu erzählen und so weiter, aber ja, es waren nicht sehr viele visuelle Indikatoren, wie, damit meine ich nicht einen Questmarker, sondern Lichtquellen und sowas. Aber gut, es muss ja nicht jeder irgendwie ein perfektionierter Leveldesigner sein und so weiter. Von daher, das war manchmal so ein bisschen spielerleitungstechnisch ein bisschen ausreichend bis mangelhaft, würde ich schon sagen. Aber nur manchmal, nicht immer natürlich. Und ab der Hälfte vom Let's Play habe ich sowieso die Questmarker angehabt. Von daher, ab der Hälfte konnte ich dann sowieso nicht mehr beurteilen, wie es da gewesen wäre, weil ich halt immer über die Questmarker dann gewandert bin. Aber ja, ansonsten war es so verbesserungswürdig, was so die Spielerleitung angeht. Ich könnte auch feste Beweise rausziehen, wie Schriftrollen, die hinter Kisten liegen und so und nichts, was darauf hinweist. Aber ja, da kann man so einige Sachen machen. Also nur zum Beispiel jetzt, dass meine Argumentation nicht so sehr aus der Luft gegriffen klingt. Zum Beispiel, wenn du hier etwas hinter dieser Kiste verstecken würdest, dann könntest du halt auch die Kiste ein bisschen andersrum legen, dass die hintere Kante der Kiste oder die seitliche Kante hier der Kiste in diese Richtung geht, in diese Richtung hier geht und dieses Objekt hier ein bisschen weiter links halt hinstellen und auch die Kante von diesem Objekt so rum hinstellen, ja. So ist die Schriftrolle immer noch hinter der Kiste versteckt, aber du hast halt so zumindest ein paar, das ist natürlich nicht das Einzige, was du hinstellen, dann könntest du ja noch eine Kerze draufstellen als visueller Indikator
Und die Kiste und dieses Objekt dann zusammen hätten so, die beiden Kanten würden quasi das Auge, weil die Orientierung von einem Spieler innerhalb von Levels, das geht man wegen, ne, wegen der Zentralperspektive und so weiter, wir orientieren uns immer gerne entlang von Kanten, wenn wir versuchen uns zu orientieren. Zumindest in der westlichen Welt ist das so. In Afrika ist das oftmals so real life, da sind sie eckige Konstruktionen nicht gewohnt, sondern eher runde Konstruktionen, für die wäre das alles hier eher verwirrend, aber ich gehe jetzt mal von so einem westlichen Standpunkt aus eher. Und diese Kanten würden den Blick automatisch leiten in eine gewisse Richtung, eventuell müsste man es noch verfeinern, aber ich will es jetzt nur sagen, um darauf hinzuweisen, worauf ich jetzt hinaus will. Und könnten ohne Questmarker, ohne nichts so ein bisschen hinweisen, guck mal, hier leitet es dich, den Spieler, so ein bisschen hin. So, wenn du den Kanten folgst, siehst du, es tunnelt dich so ein bisschen in eine Richtung, aber nicht wirklich. Ja, und du kannst halt so ein Level-Design, aber da musst du dich schon so einiges mit Level-Design befasst haben. So einiges, um halt auf solche Sachen zu kommen oder dich auch auf eine andere Art und Weise mit Level-Design befasst haben, anstatt nur einfach drauf loszubauen. Aber ja, das soll jetzt natürlich nicht heißen, ich will jetzt nicht unterstellen, hier wurde einfach nur drauf losgebaut. Natürlich nicht. Die viele Bereiche sind hier so detailliert ausgestaltet, das schafft man gar nicht, um einfach drauf loszubauen. Da muss man sich auch einen Plan aufstellen und sowas. Aber ja, ihr wisst auch, was ich hinaus will. Das hat sich ab und zu so ein bisschen faul angefühlt, wie Sachen platziert waren, so nach dem Motto, wir verstecken das jetzt hier einfach, weil wir Bock drauf haben, es zu verstecken. Lololololol. Das war so ein bisschen weird. Aber ja, insgesamt, ich versuche wirklich in meinem Fazit hier alles Mögliche zu erwähnen. Ich hoffe, ihr wisst das auch zu schätzen. Die meisten werden wahrscheinlich schon abgeschaltet haben. Aber ja, vielleicht lade ich das Fazit auch in einem separaten Video hoch, aber da schaltet dann wahrscheinlich keine Sau ein. Also vielleicht lasse ich das auch hier in einem längeren, finalen Video. Und ja, meine Freunde, wie gesagt, im Gesamtbild Orden des Drachen absolut solide, gute Mod, hat mir gut gefallen. Am Ende hat es sich für mich so im letzten Drittel ein bisschen gezogen. Assassinen-Gilde war immer zwar noch sehr nice, aber so langsam aber sicher habe ich Bock auf einen neuen Anstrich, weil ich zocke ja die Mods nicht so wie ihr, das müsst ihr auch verstehen. Ich suchte die nicht durch innerhalb von ein paar Wochen, sondern für mich zieht sich sowas wie Orden des Drachen über Monate hinweg auf meinem Kanal hier, weil ich halt nur... Und jetzt fängt er an zu trainieren und Lärm zu machen. Goddammit. Zieht sich das über Monate hinweg, weil ich halt immer nur in Videoform in 20-Minuten-Stücken die Sache hochlade. Von daher, wenn ich irgendein Projekt hochlade, ist dieses Hochladen des Projekts nochmal deutlich länger in die Länge gezogen und deutlich intensiver meine Erfahrung von einer bestimmten Mod. Und deswegen fühlt sie sich nochmal länger an, als sie so schon war. Und ja. Das war so mein persönlicher Take dazu. Ich denke, ich habe das ziemlich ausgestaltet, jetzt formuliert. Ich habe auch begründet meine Punkte, nehme ich mal an. Falls ihr noch Fragen habt zu meinem Fazit, könnt ihr das ja gerne reinschreiben. Ich denke, ich war fair, würde ich sagen. Und ja, also sowieso nochmal am Ende natürlich großes Lob und Respekt an die Arbeit, weil ich selber habe auch schon einige Spiele entwickelt, kleinere Spiele entwickelt, auch größere Level gebaut innerhalb von Modding-Tools und so weiter. Ich weiß ganz genau, wie viel Aufwand das ist, das respektiere ich auch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass meine Kritik, die da war, immer noch bestehen bleibt. Aber so oder so, solide Mod, gute Mod, gewaltige Mod, wahnsinnig viel Inhalt. Und ich würde sagen, das normale Let's Play hat an dieser Stelle damit offiziell ein Ende. Und wir sehen uns in den Streams danach. Wie gesagt, folgt meinem Stream-Kanal. Folgt am oder abonniert am besten auch noch meinen YouTube-Kanal, damit ihr sofort mitbekommt, wenn die Dinger dann da hochgeladen werden. Und wir sehen uns hier dann in den Extra-Videos, wo ich nochmal so ein bisschen zeige, was als Abschluss, wie die Burg aussieht und so weiter. Danke fürs Einschalten, danke für das Verfolgen dieses Projektes und wir sehen uns schon sehr bald höchstwahrscheinlich beim nächsten Oblivion-Mod. Wahrscheinlich Quatsch Rebuild oder so etwas in die Richtung. Irgendetwas anderes, Großes, beziehungsweise Beliebtes, was mir oft vorgeschlagen wurde. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tagabend, wann auch immer ihr euch das hier anschaut. Und bis dann.